Im frostigen Moskau ließen die Menschen Lampignons in den Himmel steigen. Im Emirat Katar feierte man die freudigen Nachrichten auf der Straße. Bei der skandalträchtigsten WM-Vergabe in der Geschichte der FIFA haben der Geheimfavorit aus Osteuropa und der krasse Außenseiter aus der Wüste das große Los gezogen. Russland setzte sich im Rennen um die WM 2018 gegen England sowie die Doppelbewerbungen Spanien-Portugal und Belgien-Niederlande durch. Katar ließ bei der Vergabe der WM 2022 überraschend die USA, Australien, Japan und Südkorea hinter sich. Wir werden sicherstellen, dass dieser Tag zu einem Meilenstein in der Geschichte des Mittleren Ostens und in der Geschichte der FIFA wird. Ernüchterung dagegen bei den großen WM-Verlierern wie hier im Fußballmutterland England, das trotz des prominenten Einsatzes von Prinz William und David Beckham am Ende mit leeren Händen dastand. Ich bin geschockt. Ich hatte wirklich gedacht, dass England das Rennen für die WM 2018 macht. Ich kann nicht glauben, dass Russland den Zuschlag bekommen hat. In England dreht sich alles um Fußball. Das ist eine große Enttäuschung. Überschattet wurde die Vergabe von den Negativschlagzeilen der letzten Monate. Nach der Diskussion über unlautere Absprachen zwischen den Bewerbern und den Korruptionsvorwürfen gegen insgesamt 5 Mitglieder des Exekutivkomitees war die FIFA stark in die Kritik geraten. Und die Wahl der Austragungsorte wird nicht dafür sorgen, dass die Diskussionen in absehbarer Zeit enden. Bei einem Besuch an der Deutschen Sporthochschule in Köln hatte beispielsweise Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff vor der offiziellen Bekanntgabe bereits angedeutet, dass Katar nicht sein Wunschgastgeber sei. Grundsätzlich, ob jetzt ein Fan nach Amerika, Australien oder nach Katar fliegt, ist wahrscheinlich für den europäischen Fan Katar noch besser als Australien. Aber ich finde natürlich generell die Stimmung im Lande, wo die WM stattfindet, ist auch sehr wichtig. Insofern betrachte ich Katar wirklich nicht als optimale Lösung. Fans und Spieler müssen sich jedenfalls auf besondere Bedingungen einstellen. Bei Temperaturen um die 50 Grad sollen die Spiele in Katar in klimatisierten Stadien stattfinden.